in West Philadelphia, geboren und aufgewachsen. Auf dem Spielplatz ist, vor ich verbrachte die meiste meiner Tage. Chillen heraus, maxen, entspannende alle cool, und alle scheißen einige B-Ball außerhalb der School. Wenn ein paar Jungs, die nichts Gutes im Schilde waren, begonnen Schwierigkeiten machen in meiner Nachbarschaft. Ich habe einen Lillkampf und meine Mutter hatte Angst und sagte, du bist mit ihrer Tante und Onkel in Bel Air bewegen. Ich betelte und flehte sie Tag für Tag, aber sie packte meinen Koffer und schickte mich auf meinem Weg. Sie gab mir einen Kuss und dann gab sie mir mein Ticket. Ich legte meine Walkman auf und sagte, ich konnte genauso gut kicken. Ich zog in das Haus über 7 oder 8 und ich schiere die Küste, yo Möbling, grüß dich leider. Ich sagte auf mein Reich, war ich endlich da, so sitzen an meinem Thron aus der Prinz von Bel-Air. Hallo, willkommen in Deutschland. Ich heiße Carlton. Danke, ich heiße Will Schmidt. Ich heiße Hillary. Und ich heiße Vivian. Carlton, helf ihn mit einem Gepäck, bitte. Ja. Wie geht es Ihnen? Wir können uns duzen, bitte. Wir sind Familie, nicht? Mir geht es gut. Und dir? Cool. Ja, mir geht es gut. Dein Zimmer ist hier. Dein Badwanne ist hier. Schlaf, bitte. Danke. Your Bad and Spot is broken. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Trinkst du Kaffee oder Tee? Ich mag Kaffee schwarz. Als Bassenbauer bei Ihnen. Ah, ich bin Kellner. Ich bin Kochin für ein Restaurant. Ich bin Kochin für das Restaurant. Das Restaurant heißt Bald Wieder Gestern. Sie gefällt euch? Ich mag meine Arbeitskollegen, ja. Ja, ich mag meine Studienlohn. Das ist 40 Euro pro Stück. Das ist gut. Und dir? Ich mag die Mittagspause. Dort ist Obst, die Pizza und Kaffee. Gibt es noch Stellen bei diesem Restaurant? Ich brauche einen Beruf. Möglich. Ich werde... Vivian, wie viele Stunden arbeitest du in der Woche? Ich arbeite 35 Stunden pro Woche. Was verdienst du pro Stunde? 30 Euro pro Stunde. Das ist gut. Und dir? Ich verdiene 13 Euro pro Stunde. Wir verbrauchen 2 Kellnerinnen, einen Raumfänger und eine Sekretärin. Was ist die Stundenlohn und die Arbeitsstunden? 12 Euro pro Stunde von 9 bis 4. Wunderbar. Okay, wir sind Bergwogen. Hallo. Ich arbeite als Kellner gerne, aber ich habe kein Trinkgeld gekriegt. Das ist normal in Deutschland. Unser Studentenlohn ist sehr gut, deshalb brauchen wir kein Trinkgeld. Was gefällt dir über die neue Arbeit? Die Stundenlohn ist sehr gut. Gut, sollen wir in den Schwarzwald gehen? Oh ja, bitte. Ich werde Flüge buchen. Nein, wir können mit dem Auto fahren. Es ist viel billiger. Okay. Ja, wir müssen unseren Rucksack bringen. Mit Snacks, Wasser und Wasser. Wir können am Samstag übernachten und am Sonntag zurückfahren. Ist der Schwarzwald kalt oder warm? Es gibt viel Schnee, nicht? Manchmal, aber es ist Sommer. Wie ist hier schön. Es ist magisch. Die Sonne scheint und ich habe keine Sorgen. Sehr, aber pass auf. Er kann sein. So,
smoked this ear is worse than sea or the burger saying. Equally by Allah. Oh. Ich bin Arzt. Nehmen Sie mich bitte. Wo tut es Ihnen weh? Mein Arm tut mir weh. Brauchen Sie einen neuen Arm? Ich habe drei. Was? Nein! Helfen Sie hier! Bitte! Okay. Dort, sind Sie jetzt okay? Nein, mein Bein tut mir weh. Hier? Nein. Hier? Ja! Ich brauche eine Messer, Dan. Kommen Sie mit ich zu meinem Büro. Und jetzt, wir anfangen. Nein, schneiden Sie keiner! Victor, sind Sie ein echter Arzt? Ich war, aber jetzt nicht so viel. Ich habe genug die Amputation gemacht. Hier, nehmen Sie diese Tabletten. Wie oft? Zweimal täglich mit ein Mealzeiten. Trinken Sie viel Wasser und schlafen Sie viel. Nehmt ihr zu meinem Krankenhaus. Mein Beruf ist komplett. Auf Wiedersehen! In West Philadelphia, born and raised, on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, "You're moving with your auntie and uncle in Bel Air." I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my Walkman on and said, "I might as well kick it." First class, yo, this is bad. Drinking orange juice out of a champagne glass. Is this what the people...